Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch einen Blick in die Lookfantastic The Box werfen, also in die Lookfantastic Beauty Box aus dem Monat September. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die kommen tatsächlich so in dem Umkarton und das ist dann auch der Karton. Ich hatte hier meinen Adressaufkleber drauf, aber ich wollte euch das einfach auch so zeigen und das ist irgendwie nicht mehr ganz so, hängt ein bisschen ab. Auf jeden Fall bekommt ihr die Box ab 17 Euro pro Monat nach Hause geliefert und das ist eine Box aus England. Ich habe eine Kooperation mit Lookfantastic und gleichzeitig auch noch nach wie vor mein Abo, sodass ich auch eine Box immer an euch verlosen kann. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Ja, im September ist auch der Adventskalender jetzt online gekommen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kommt der Adventskalender, den ich dann für euch auspacke, dann auch noch diese Woche. Ne? Ich bin so hyped, weil da Produkte drin sind. Ich habe das Bild gesehen, Leute. Ich liebe es. Also allein wegen zwei Produkten davon würde ich sagen, rennt, lauft ganz schnell. Ich verlinke euch den mal in der Infobox. Da seht ihr dann tatsächlich auch schon den Inhalt. Ne? Das ist auch bei Lookfantastic alles super transparent, was ich richtig cool finde und ja, ich möchte mit euch jetzt einfach mal einen Blick in die September-Box werfen. Achso, Claudi Welt ist mein Code, falls du ihn anwenden möchtest. Das ist ein Code nur für euch. Bei Lookfantastic ist es so, dass ich ja, den Code nur für euch habe, der ist nicht affiliated, aber wenn ihr über meinen Link bestellt, dann bekomme ich eine kleine Provision. Wäre ziemlich cool, wenn ihr das machen möchtet. Genau, so, jetzt schauen wir mal in die Box hinein. Was wird da wohl drin sein? Was steht denn da alles drauf? Beauty Discoveries, das sind die Pro-Argumente für die Box. Free Delivery, Early Access, Pay Upfront and Save, Online Magazine. Okay, ja, das Ganze ist halt auch sehr nachhaltig. Du hast ein Online-Magazin, kommt Versand kostenfrei und ja. In the Spotlight ist das Thema, das habe ich hier einmal. Und da kann man den QR-Code scannen, kommt dann auch entsprechend auf ein Online-Magazin. Da wird dann so ein bisschen auch der Vibe der Box schon mal nahegebracht. Das ist leider auf Englisch. Dann mache ich hier mal auf das Seidenpapier und dann sehen wir auch schon den ersten Blick in die Box. Und ich finde, dass das hier so einen kleinen Ausblick auch schon auf den Adventskalender gibt, denn auch Eflam finden wir natürlich im Adventskalender. Das ist ein Cleanser. 20 ml haben wir hier drin. Ich muss mal gucken, ob das dann ein festes Produkt ist. Ich mag eigentlich die Düfte von Eflam nicht ganz so sehr. Die sind schon sehr, sehr intensiv. Ne? Ich drehe mal auf. Vielleicht haben wir, ja, wir haben einen Cleansing Balm. Der riecht sehr intensiv, sehr, sehr intensiv. Aber ich werde den mal verwenden. Ihr möchtet ja auch immer gerne wissen, ob es irgendwie einen guten Abschminkbalm gibt und so. Ich habe immer noch mein Yepoda als, ne, mein absolutes, da kommt nichts drüber. Aber wir gucken jetzt einfach mal, was Eflam kann. Weil Eflam ist definitiv ein Eflam ist auf jeden Fall eine hochwertige, hochpreisige Marke. Vielleicht können die es ja machen. Dann habe ich hier von Grüm etwas. Body Wash Bar. Sweet Rose Creamy and Caring Body Wash Bar mit Rose Geranium. Oh. 45 Gramm haben wir hier drin. Ich bin jetzt nicht der Ultra-Fan von diesen festen Produkten, weil ich eine sehr, sehr trockene Haut habe und das meine Haut halt noch mehr austrocknet. Aber ich weiß, dass viele auch diese festen Produkte sehr mögen, weil das auch nachhaltiger ist. Ne? Du kannst halt wirklich besser so ein Seifenstück verschicken. Riecht wirklich angenehm. Als wenn du jetzt irgendwie halt ein ganzes Duschgel verschickst oder ein ganzes Shampoo oder sowas, ne? Ist deutlich leichter, klar. Ja, bin ich aber halt einfach nicht so ganz derbe Fan von, ne? Muss ich ehrlich zugeben. Dann habe ich hier einen alten Bekannten drin, Pixie by Petra. Das ist, ja, den habe ich tatsächlich sogar schon zweimal irgendwann da gehabt. Ich guck mal eben, wenn Sammy mich lässt, junger Mann. Ja, den habe ich schon da. Den hatte ich schon mal irgendwo mit drin und das ist nämlich hier Peach Honey. Eigentlich ist es ein Beauty Blush Duo. Für mich ist es eher ein relativ subtiler, aber auch schöner Highlighter. Ich kann euch ja mal einfach mal swatchen. Ne? Also im Prinzip zwei Seiten und alles zusammengeswirlt. Dann habt ihr hier nämlich unterschiedliche Produkte, weil das ist doch kein Blush. Also in meinen Augen auf gar keinen Fall. Ne? Und als Highlighter ist es aber wirklich schön. Also tatsächlich eher von der dezenten Seite her, ne, sodass du jetzt nicht super viel Glitzer auf dem Gesicht hast und man den auch nicht von hier bis nach mitten sieht. Aber schön ist er definitiv doch. Also deswegen ist es cool, dass es hier mit drin ist. Andererseits muss ich sagen, wir hatten den schon ein paar Mal hier mit drin. War das in der Lookfantastic Box? Das weiß ich gerade gar nicht so genau.
Kommt mir halt auf jeden Fall bekannt vor, das ist das Ding, ne? Dann habe ich hier Eyepatches drin, die hatten wir safe auch schon mal irgendwo mit dabei, aber Augenpatches von 111 Skin, Leute. Das ist sehr, sehr hochpreisig und wenn ich mich richtig erinnere, sind die sehr gut. Cryo Deep Puffing Eye Masks sind das. Das sind einfach so unsere Augenpatches, die ich mir gerne morgens drauf mache, wenn ich sowieso meine Zähne putze. Ja, dann hat mein Gesicht ja auch Platz, ne? So mache ich mir dann Augenpatches drauf und dann mache ich mir eine Crememaske drauf. Dann putze ich mir die Zähne und Julius putze ich die Zähne. Und dann, ja, ist es immer eine ganz gute Nummer, das in dem Moment halt zu machen. Deswegen finde ich schön, dass es hier mit drin ist. Und dann habe ich hier zwei Sachen drin. Ich weiß nicht, ob sich... Nee, das gehört... Oh, einmal Shampoo, einmal Conditioner. Das finde ich jetzt richtig gut. Von We Are Paradox Growth Thickening Shampoo und Conditioner mit jeweils 30 Millilitern. Also das finde ich sehr durchdacht, dass man hier sowohl Shampoo als auch die Spülung mit reinpackt, ne? Und ich habe auch schon Haarkuren von We Are Paradox getestet und mochte die ganz gerne. Also die machen wirklich was Gutes mit den Haaren und ja, ne, mit irischen Wurzeln auch sehr spektakulär. Ne? Finde ich gut. Das Highlight-Produkt für mich ist definitiv der Cleansing Balm. Einfach mal, um das auch auszuprobieren. Wir haben jetzt 6 Produkte hier drin und ihr könnt mit Claudi Welt halt auch entsprechend sparen. Könnt ihr auf die ganze Homepage halt, ne? Da könnt ihr auf alles immer den maximalen Rabatt raushauen. Auch auf den Adventskalender, ich glaube 10 Euro Rabatt gibt es da. Und ja, schöne Box. Gesicht, Haare, Körper, Make-up, läuft. Was will man mehr, ne? Und das für 17 Euro pro Monat finde ich auf jeden Fall eine nice Kiste. Schreibt mir aber gerne mal, was ihr diesen Monat von der Box haltet, in die Kommentare. Und ja, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.